Werder holt einen Punkt im Heimspiel gegen Schalke 04, gegen den Tabellenletzten. Ja, eigentlich im Endeffekt ein brauchbarer Punkt, vielleicht ein bisschen zu wenig im Endeffekt. Aber jetzt fängt David erstmal mit der ersten Halbzeit an. Hier ist unsere Analyse zum Spiel gegen Schalke. Ja, auch von mir herzlich willkommen zu dem Analysevideo. Es ist ja leider nur ein Punkt geworden, muss man auch sagen. Aber ja, die erste Halbzeit war ja eigentlich eher so ein bisschen das Signal dafür, dass wir das Spiel möglicherweise sogar verlieren könnten. Schalke war viel besser, Werder hat so ein bisschen den Fußball vermieden Fußball zu spielen. Das war wirklich ein Gurkenkick teilweise auch. Nicht gefährlich geworden, da ist nichts passiert. Ja, also erste Halbzeit hat nur Schalke gespielt. Im Endeffekt haben wir dann Glück, dass wir da nicht relativ schnell mehrere Tore kassieren. Und ja, dann ist es tatsächlich aber passiert, dass unsere Abwehr einfach löchrig steht. Zum ersten Mal in dieser Saison habe ich das Gefühl. Der Ball wird reingespielt von Schalke im Mittelfeld noch, also vorm 16er. Romano Schmid will nicht wirklich zum Ball hingehen. Dann kommt der Pass nach unten, wo Agu zu weit von seinem Gegenspieler entfernt steht. Gleiches gilt dann für Friedl, als der Pass auf Marc Uth kommt. Der muss einfach nur rüberlegen auf Mascarell und der ja gegen die Laufrichtung von Pavlenka, und Pavlenka hat auch die Sicht verdeckt, ins Tor hinein. Kann man Pavlenka keine Vorwürfe machen, und ja, dann war zum Glück auch bald Halbzeit, weil das war wirklich ein Grottenkick. Entsprechend haben wir auch die Flops eigentlich überwiegend in der ersten Halbzeit vorzufinden. Da haben wir einmal den Bomb aufgelistet, der war ja schon fast gefährdet, nach 20 Minuten ausgewechselt zu werden. Da hat man schon Möwald zum Aufwärmen geschickt, weil das wirklich eine grottige Leistung war. Er hat sich unnötig verdribbelt immer mal wieder, obwohl er einfach nur hätte passen müssen. Dann hat er Fehlpässe gespielt, sich um die eigene Achse gedreht, völlig sinnlos. Also das war wirklich ein schlechtes Spiel von ihm. Wie allgemein die erste Halbzeit, die wir hiermit aufgelistet haben, das habe ich euch schon erklärt. Und Sargent. Aber dazu ist in der zweiten Hälfte eigentlich mehr zu sagen. In der ersten Halbzeit war er unsichtbar. Ein kleines Schüsschen hat er abgegeben aus unsichtbarer Entfernung. Also da wäre nichts passiert. Und ja, im Endeffekt das Hauptargument, wieso Sargent ein Flop ist, finden wir in der zweiten Halbzeit. Dementsprechend gebe ich das zu Alex weiter. Ja, und dann fangen wir direkt mit dem Top an. Und das ist das Wechseltiming. Kofeld hat direkt reagiert. Was uns eigentlich ein bisschen überrascht hat, weil Kofeld wechselt ja eher erst ab der 60. Minute aus. Manchmal vielleicht ein Wechsel zur Halbzeit. Aber in dem Fall ist es ein Top, weil er hat einen Dreifachwechsel zur Halbzeit gebracht. Bomb ist runtergegangen für Möwald. Rashica ist gekommen für Schmid. Ja, und das hat auf jeden Fall schon mal sehr viel gebracht. Werder generell viel aktiver in der zweiten Halbzeit. Ja, Augustinsson ist dann auch nochmal gebracht worden, übrigens in der ersten Halbzeit für einen Agu. Und generell hat dadurch dieses ganze Spiel über die linke Seite sehr viel besser funktioniert. Und Agu ist natürlich auch in der ersten Halbzeit viel mit nach vorne gelaufen, hat viele Aktionen über die linke Seite gehabt. Aber insgesamt hat es kollektiv nicht so richtig funktioniert. Werder aufgrund, hat damit schon die Passivität. Aus dieser Passivität wurde generell in der zweiten Halbzeit Aktivität. Man hat Schalke gar keinen Zugriff mehr gewährt aufs Spiel. Wir können uns an keine gefährliche Szene erinnern in der zweiten Halbzeit von Schalke, obwohl dann auch ein Hünterler zum Beispiel eingewechselt wurde. Werder hatte die komplette Spielkontrolle. Ja, und die Einwechslungen haben funktioniert. Werder viele kurze, schnelle Pässe gespielt. Es war ein bisschen Barcelona-Tiki-Taka-Spielgefühl auf der linken Seite. Und dann kamen halt auch ein paar Chancen zustande. David hat es erwähnt, Sargent sah nicht glücklich aus in der ersten Halbzeit, in der zweiten Halbzeit auch nicht. Ein ganz schlechter Abschluss da aus 7-8 Metern haut er den per Volleykick übers Tor, weit übers Tor muss man schon sagen, 7-8 Meter rüber, der eigentlich aufs Tor gehen muss, und dann wurde ein paar Minuten später auch Sargent rausgenommen. Ja, und dann hat es auch besser funktioniert. Dann wurde Osako eingewechselt, den wir eigentlich auch immer wieder mal kritisiert haben, wir haben uns eigentlich eher Dingchi gewünscht, aber der hat dann einen Kopfball aufs Tor gebracht und der hat dann wirklich einen Weckruf gelöst. War in der 74. Minute kam der Kopfball von Osako und der war fast drinne. Und davor, die 10, 15 Minuten, sage ich mal, hat Werder wieder so ein bisschen nachgelassen. Also man hatte zwar die Spielkontrolle, den Ballbesitz, aber Schalke stand tief, Werder hatte keine gefährliche Aktion. Und dieser Kopfball von Osako war wirklich so ein Initialzünder. Denn dann, ein paar Minuten später, kam halt dieses Tor zustande. Rashica liegt quer auf Möwald, der zum 1:1 ja, ausgleicht. Und dann war Werder wirklich noch dominanter, man hat noch mehr Chancen rausgespielt. Ja, und dann hatten wir fast das 2:1. Beziehungsweise wir haben extrem gejubelt, ihr könnt es euch in der Live-Reaction nochmal anschauen, zum den 2:1 Treffer, wie wir da uns gefreut haben, aber das wurde leider abgekannt wegen Abseits von Selassie. Ja, am Ende ein 1:1 und der Kommentator hat es auch gesagt bei Sky, es ist ein glücklicher Punkt für Schalke am Ende, und man muss wirklich sagen, Werder hat in der zweiten Halbzeit ja besser gespielt als Schalke in der ersten sozusagen, deswegen ist es ein glücklicher Punkt für Schalke.
Wir ärgern uns ein bisschen, dass es nur ein Punkt geworden ist, aber im Endeffekt ist es ein guter Punkt. Wir halten den Punkt, den Abstand auf die direkten Abstiegsplätze. Auf Mainz haben wir sogar ausgebaut, das sind jetzt sogar 12 Punkte und damit sogar 4 Siege und sind das, die wir den Vorsprung haben aufgrund der besseren Tordifferenz. Ja, und als Tops haben wir auch noch, ja, aufgrund dieser Dynamik über die linke Seite, die halt mit Einwechslung von Augustinsson kam, Augustinsson, Rashica, dieses Dreigespann mit Bittencourt, das hat super funktioniert. Immer wieder schnelle Pässe, die haben dieses Tempospiel einfach drauf, die Ballsicherheit, die Technik, das hat einfach wirklich klasse funktioniert. Und deswegen auch eines der Tops, so wie eben auch generell die zweite Halbzeit, weil Schalke hat gar nichts mehr gemacht, man hatte die komplette Spielkontrolle, man hätte das Spiel gewinnen können, aber hat es nicht gemacht, nichtsdestotrotz. Ein spielerisch guter Wandel von Bremen in der zweiten Halbzeit und deswegen heute auch eines der Tops. Und ja, deswegen als Wechseltimings Kohfeldt natürlich auch ein bisschen inbegriffen, aber die haben wir nicht explizit aufgeschrieben, weil die erste Halbzeit halt komplett der Käse war. Ja, das war's dann jetzt hier schon wieder. Ja, genau. Das Einzige, was negativ jetzt eigentlich bei uns in den Köpfen bleibt, ist die Halsschmerzen nach dem Gebrülle zum vermeintlichen Siegtor. Und der Fakt, dass wir immer noch nicht die 1000 Abos voll gemacht haben. Genau, schreibt eure Meinung zum Spiel bitte in die Kommentare und dann sagt euren Freundinnen, Freunden und intersexuellen Freundinnen und Freunden Bescheid, dass sie unseren Kanal abonnieren sollen. Bei 1000 gibt es ein paar Überraschungen. Ja. In dem Sinn wäre das super, wenn ihr uns abonnieren könntet. Ansonsten sehen wir uns Dienstag beim DFB-Pokal gegen Greuther Fürth wieder um 20.45 Uhr ist Anpfiff. In dem Sinne sage ich Tschüss und bis Dienstag. Haut rein, ciao.